Leute, willkommen zu einem Video und zwar zu einem etwas anderen Video, denn ich wollte in diesem Video ein paar Hater-Kommentare vorlesen und darauf ein bisschen reagieren. Und ja, ich finde solche Videos eigentlich relativ lustig, deswegen dachte ich, so mache ich auch mal so ein Video. Ich muss aber auch sagen, dass ich eigentlich recht wenig Hate bekomme. Es liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich auch gar nicht erst versuche, irgendwie negativ aufzufallen, während andere YouTuber da einen Flop nach dem anderen raushauen. Also, aber ich will auch nicht lange drum herum reden. Deswegen würde ich sagen, fangen wir auch schon mal direkt an. Übrigens, einige Kommentare sind jetzt auch nicht unbedingt so Hate-Kommentare, würde ich jetzt sagen. Also, nicht, dass ihr euch wundert. Dann ein Kommentar, der vorgestern so erst reinkam. No hate, aber wieso holst du dir keine Zahnspange? Und den Kommentar bekomme ich tatsächlich auch mal öfter. Zwar war ich hier so ein, ach, das ist der, ich glaube, der ist das, hat einen leicht schiefen Schneidezahn und deswegen bekomme ich oft irgendwie dazu einen Kommentar. Da denke ich mir manchmal echt so, was sich Leute da, weiß nicht, dabei denken oder was sie davon erwarten. Weil erstmal, es ist nur ein fucking Zahn, es ist nicht deren Zahn, ich muss damit rumlaufen. Und sowieso, weil ich denke mal, viele von euch hatten schon mal eine Zahnspange und können sich da ja eventuell schon vorstellen, wie teuer das war. Bei mir handelt es sich ja nur um den Zahn und ich bräuchte dann nur oben eine Zahnspange und das ist ja nicht wirklich schief und man braucht ja eine bestimmte Anzahl an Millimeter und die erreiche ich nicht, deswegen wird das die Krankenkasse auch nicht übernehmen. Ja, deswegen, und ich habe jetzt nicht über 1000 Euro da herumliegen und könnte mir dann easy eine Zahnspange holen, wie einige das da irgendwie erwarten, also... Ja, spendet mir Geld, Leute. Der nächste Kommentar. Kommst extrem unsympathisch rüber. Der Schluss vom Video hat gezeigt, was für ein Mensch du bist. Punkt, Punkt. By the way, man merkt, dass du keinen Spaß hast. Punkt, Punkt. Sondern alles für Fame und Geld machst. Punkt, Punkt, Punkt. Flamet mich alle so viel ihr wollt. Punkt, Punkt, Punkt. Aber das war mein erster Eindruck. Punkt, Punkt. Hashtag Kritik. Okay. fange ich jetzt an. Also ja, okay, dass man unsympathisch rüberkommt. Ich glaube, das ist sowieso... mal Ansichtssache, da ist ja jeder komplett anders. Wenn man gerade mal irgendwie so ein falsches Video anklickt, wo ich mal ein bisschen flippiger bin, dann kann das schnell so kommen, dass man so denkt. Aber diese Aussage, dass man merkt, dass ich ja keinen Spaß habe und sondern alles für Fame und Geld mache, will ich jetzt nicht so unterstützen. Klar, sage ich ja öfters, Minecraft macht nicht mehr so viel Spaß, wie es mal war. Aber ich mache das jetzt nicht irgendwie, um Fame oder Geld zu verdienen. Das Ding ist sowieso, die Leute, die selbst YouTube machen, wissen, dass man irgendwie mit Videos gefühlt gar nichts mehr verdient. Also ich kann froh sein, wenn ich mal über 2 Euro komme mit einem Video. Deswegen könnt ihr euch ja wahrscheinlich schon erschließen, dass ich mit einem Video jetzt nicht so unbedingt viel Geld verdiene. Also mit Stream kommt man da auf jeden Fall viel besser voran. Aber das ist ja nicht der Hauptgrund. So klar ist das eine coole Nebensache, aber... hauptsächlich mache ich eigentlich echt das, wenn ich Langeweile habe und generell, klar, wenn man wachsen und sowas. Aber ich finde, da sollte der Spaß nicht in den Hintergrund gestellt werden. Wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich auch nichts. Dann noch ein Kommentar, den hatte ich auch auf Twitter gepostet. Liebe Grüße an Cinematic Fly. Das war unter dem Video vom Bio-Verbot, wo ich auf seinen Song reagiere. Entweder der ist verknallt in dir oder er will einfach nur Klicks geilen auf deinen Nacken, XD. Da sagst du, ja, okay. Ist ja noch ein relativ normaler Kommentar. Und dann so, und dann, by the way, Sarahs, halt, eine Fotze, niemand kann mir was anderes sagen, Punkt. Ja, also ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Es ist halt wieder so ein Müllkommentar, was ich richtig lustig fand. Ich habe das ja auf Twitter gepostet und dann hieß es so, ja, nee, dass er es ja nur für die Aufmerksamkeit geschrieben hat, dass das ja sein Ziel war, dass ich das posten werde. Ja, also hier hast du nochmal deine Aufmerksamkeit. Irgendwie ist das so ein Standardspruch, dass wenn man irgendwie einen dummen Kommentar schreibt und die Person dann gebastelt wird, dass sie dann so sagt, ja, nee, war nur Spaß. Also das ist ein richtig typischer Move. Aber ja, hier wie gesagt, hast du deine Aufmerksamkeit. Dann der nächste Kommentar. Du kannst Auto fahren, du siehst aus wie 14. Und solche Kommentare bekomme ich relativ oft. So, ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt als Hate-Kommentar abstempeln kann. Aber generell, richtig viele schätzen mich irgendwie für jünger ein. Ich weiß nicht. Leute, schreibt mal genau jetzt in die Kommentare, wie alt würdet ihr mich schätzen? Weil ich bin ja eigentlich 18. Kann verstehen, dass man mich jünger einschätzt, weil ich mich jetzt auch nicht so großartig viel schminke. Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben. Aber auf jeden Fall kann ich schon mal Auto fahren und bin 18. Also, ja. Jasper schreibt, Sarah ist so ein hässliches Pferd. Okay, da weiß ich auch nicht, was man dazu großartig sagen soll. Aber danke. Der nächste Kommentar. Direkt D-Abo, du bist hässlich. Okay. Also, da frage ich mich auch so, wie dumm der Typ eigentlich sein muss. Weil man wusste ja, man weiß ja schon keine Ahnung, wie lange, wie ich aussehe. Und ich mache ja nur noch Facecam. Und da frage ich mich, habe ich mich auch von dem einen auf den anderen Tag so verändert, dass ich auf einmal so
absolut hässlich geworden bin, dass er mich doch deabonnieren muss. Finde ich ein bisschen komisch, dass er mich erst abonniert hat und jetzt hat er gemerkt, dass ich hässlich bin und jetzt deabonniert er mich doch. Aber ja, falls du mich doch noch abonniert hast, dann hi. Okay, der nächste Kommentar, Hure. Ja, also ich glaube, dazu brauche ich auch nicht großartig irgendwie was sagen. Ich weiß ja selbst, dass ich keine bin und das ist irgendwie so ein Standardkommentar von irgendwelchen Kiddies, die einen irgendwie beleidigen wollen und nicht wissen, was sie schreiben sollen und dann denken sie so, ja, Hure, Schlampe, passt eigentlich ganz gut. Aber irgendwie machen sie sich, glaube ich, gar keine Gedanken darüber, was das Wort an sich eigentlich bedeutet. Hauptsache irgendwie beleidigen. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Die sagt, was stimmt nicht mit dir, aber spielt Minecraft. Und das war, glaube ich, unter einem Video von Younes Amiri, wo Antonia und ich da ja so ein Real Talk Video zu gemacht haben. Finde ich auch irgendwie immer lustig, dass ich habe ja schon gesagt, dass ich hier eigentlich nicht viel Angriffsfläche biete an... Oh, beziehungsweise ja, ich versuche irgendwie negativ aufzufallen. Wenn Leute dann nicht wissen, womit die dagegen einen argumentieren sollen oder einen irgendwie fronten können, dann kommen sie halt mit Minecraft. Also, ist genauso wie auf Twitter mit dem Aussehen. Wenn man so nicht weiß, wie man eine Person fronten soll und man hat irgendwie eine Diskussion über sonst irgendwas, dann fängt man einfach an, die Person mit dem Aussehen zu beleidigen. Der nächste Kommentar war auch unter demselben Video von Younes Amiri. Bist du so geil auf ihn, dass du darüber redest? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich über eine Person rede, wenn ich über irgendeinen von euch rede, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich sehr geil auf euch bin. Ja, okay, der Name ist sehr vielversprechend auf jeden Fall. Von Enderpussy HD. Ich, wie du dich entwickelt hast, mache, möchten es gut finden, aber ich finde, dass dein Content nicht mehr unterhaltend ist und dich in deinen Videos aufführst wie eine Bitch, lol. Wie gesagt, Unterhaltung ist wieder so ein Punkt für sich. Wenn irgendjemand meine Videos doch nicht mehr so unterhaltend findet, dann ist es halt so. Und dich in deinen Videos aufführst wie eine Bitch, lol. Wie fühlt man sich denn auf wie eine Bitch? Also kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich irgendwie so ein Content wie Katja Krasavitz mache. Hä? Vor allem, ich habe ja auch nie wirklich Ausschnitt. Ich glaube, ich habe jetzt so letztens in Q&A hatte ich einmal Ausschnitt. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, wie ich mich da irgendwie wie eine Bitch aufführe. Unter meinem Real Talk Video Oberflächlichkeit und Hate kam dann der nette Kommentar, du kleine Hure, lern lieber mal sprechen. Ja, was soll man dazu großartig sagen? Ich gebe mir Mühe. Ich weiß selber, dass ich manchmal echt undeutlich spreche, aber so im Voraus denkt man sich immer so, okay, ich werde darauf achten, aber wenn man dann das Video aufnimmt, dann gerät das voll schnell in Vergessenheit. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn ihr selbst YouTube macht. Der nächste Kommentar war unter meiner Setup-Tour. Und zwar, mein erster Eindruck, als ich den Kanal entdeckt habe. Werbung. Punkt, Punkt, Punkt. Wie alt bist du? Dafür würde ich dich auf den ersten Blick als typisch YouTube Deutschland klar einstufen. Video schön über 10 Minuten gestreckt. Sorry, aber geht gar nicht. Also klar, für die Leute, die es nicht wissen, man verdient ja mit Videos ab 10 Minuten mehr, man kann es ja einstellen, da kann man ja selbst die Werbung auswählen, wann und wie oft die kommen soll. Was ich aber auch bei mir sagen muss, dass das bei mir tatsächlich oft vorkommt, dass ein Video per Zufall knapp über 10 Minuten ist. Also ich cutte das halt immer ganz normal und dann sieht man so, oh, super. Aber, mein Gott, ich glaube, das ist normal, dass man mit einem Video Geld verdienen möchte, oder? Also, solange ich das jetzt nicht irgendwie mit einem Blackscreen oder sowas mache, sondern dass es einfach noch zum Video normal dazu gehört und nicht irgendwie in die Länge gezogen wirkt, dann finde ich das völlig in Ordnung. Bei der Setup-Tour ist es auf jeden Fall nicht der Fall. Da habe ich, glaube, das ging sogar 12 Minuten oder so. Also, ja, was ich auch lustig finde, Werbung, wie alt bist du? Als wäre es jetzt so irgendwie verwerflich, Werbung in seinem Video zu schalten. Aber egal. Gehen wir weiter zum nächsten Kommentar. Und zwar war der nächste Kommentar, darf ich dich in der Mülltonne, was ist das für ein Deutsch, darf ich dich in der Mülltonne schmeißen und danach dich anspucken? Jump League war in Hype, aber Try Jump ist besser. Lel. Question? Mikro, in Klammern, was für eins hast du? Hä? Du darfst mich natürlich in die Mülltonne schmeißen und mich anspucken. Irgendwie finde ich den Kommentar ein bisschen komisch, weil erst will er mich in die Mülltonne schmeißen und anspucken, aber gleichzeitig fragt er auch nett, was ich denn für ein Mikro habe. Hä? Aber für dich, ich habe das Auna Mic 900p. Ich bin da ziemlich zufrieden mit, also kannst du dir auf jeden Fall holen. Okay, kommen wir zum letzten Kommentar. Nichts gegen dich, Sarah, aber dein Equip ist nicht so nice. Hashtag no hate. Ich habe 10-mal besseres Equip, obwohl ich nur 2000 Abos habe. XD. Ja, bei dem Kommentar muss ich auch leicht schmunzeln, also nur weil ich mehr Abos habe, brauche ich auf jeden Fall eindeutig besseres Equipment als er. Ich muss sowieso sagen, ich glaube, wir Mädchen legen jetzt auch nicht so viel Wert auf das Equipment. Ich glaube, wir denken uns da eher so, Hauptsache, wir können ganz normal spielen und aufnehmen und streamen.
Das war's. Also ich lege da halt echt nicht viel Wert drauf. Und ich sehe es auch nicht ein. Ich weiß ja nicht mal, wie lange ich das Ganze hier noch machen werde, mir da noch großartig viel neues Zeug anzuschleppen und sowas. Also, ja. Okay, Leute, meine Kamera ist gerade ausgegangen. Auf jeden Fall war es mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht nochmal irgendwann so ein Teil sehen wollt, dann zeigt es mir mit einer positiven Bewertung. Und falls ihr das Video bis hierhin geguckt habt, dann zeigt mir das mit einem Kommentar und zwar mit Hashtag Pizza. So. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao. I can see you faded. I don't like to fake.